So, ja, dann geht's jetzt los hier. Soll ich jetzt mit dem... Könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen! Mach dich bereit! Mach dich bereit! Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft! Wir versuchen es weiter! Wir laden das Katapult nach! Was soll ich machen? Moment! Der Helikopter ist zu schnell! Wir werden ihn niemals treffen! Warte! Ich habe eine Idee! Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli! Ich gebe Signal. Was für Signal? Jetzt, Sophia! Alles klar! Los geht's! Jetzt muss der Feigling selber kämpfen! Ja, verdammt! Schickt eine Einheit! Sofort! Ich will sie tot sehen! Oh ja, moin! Es geht, Freunde! Wir hatten echt viel Spaß miteinander! Aber irgendwann muss der Spaß auch mal vorbei sein, ne? Bist du selber. Eine Schnauze da oben. So. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Was will ich denn hier werfen? Hallo? Alter. Keine Ahnung. Oh, scheiße, er ist das. Geh weg. Kämpfen wir jetzt scheinbar gegen alles? Anscheinend gegen alles, ja. Nein, oh, ja. Keine Chance zu heilen. Die Schnauze! Geh weg! Peng, voll in die Fresse! Peng, voll in die Fresse! Peng, voll in die Fresse! Ja, vielleicht nicht. Peng, voll in die Fresse! Was hast du eigentlich gefressen, dass du so scheiße stark bist, Junge? Nur Fruchtzwerge, oder was? Spinat! Immer schön sein Brokkoli offen gegessen. Ich kann den Sprung kann ich nicht schießen. Wäre ja auch zu actionreich, ey. Hat deine dämliche Schnauze da, geh weg. Ich habe nur einen Teil gehabt, null. Nee, du gehst jetzt weg. Tschüss.
machst du? Was mach ich hier? Was passiert? Ich bin noch nicht fertig! Scheiße. Wir lassen das Katapult da! Moment! Ich muss nur ein bisschen rumlaufen. Und versuchen auszuweichen. Irgendwie so. Diese Typen hier beschossen werden. Alter, jetzt lass mich doch in Ruhe, ey. Alter, was macht ihr denn? Nein, geh mir aus dem Weg, Junge. Meine Fresse, kannst du den Bogen ausrüsten, wenn ich ihn ausrüste? Dieses Steuerkreuz auf dem scheiß Controller ist echt zum Kotzen. Wow. Pass auf, Lara. Er ist auf dem Weg zu dir. Ich muss nur wissen, wo er ist. Ja. Oh, huh. Achso, ja. Hopp, nee. Scheiße, ich dachte, ich könnte da hochklettern. Das sah zumindest so aus. Jetzt habe ich es fallen lassen, oh Scheiße. Oh, es war nur eine Dose. Oh. Ist das meine Sprengstoffdose? Ich glaube nicht. Scheiße, jetzt passiert irgendwas. Wo ist mein verdammtes Ziel? Was ist mein verdammtes Ziel jetzt?
meine Güte, springen. Einen Ausgang. Da, wo die Tür auf einmal offen ist. Hm. Ja, moin. Jetzt nur Sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer. Wo sind meine anderen Waffen, Bull? Dieser Ort wird zu Ihrem Grab werden. Ich habe... Sneaky Attacks, Alter. Du wirst scheitern, Junge. Nein! Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seele. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Mit Objekten ablenken, ja. Wenn ich Objekte habe. Gib mir die scheiß Dose, was lag da? Ich sehe sie nicht. Auch scheiße. Ja, das glaube ich. Ich gehe zumindest stark davon aus. Hier, hör was. Ja, ich kannte ihn. Als meine Schwester sich in ihre Familie einschlich, war ich da. Der Beobachter im Schatten. Ich sehe ihn nicht. Scheiße, Dörse. Er war ein genialer Kopf. Aber er war schwach. Ein Feigling. Was machst denn du da? Komm da weg. Trinity hätte ihn. Scheiße, oh fuck. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet. Nein. Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Sie irren sich. Seien Sie still. Seien Sie einfach still. Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tot. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden.
Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Aber ich nicht. Bitte. Ich sterbe. Das ist meine letzte Hoffnung. Halten Sie durch! Durchhalten? Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre Sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Geliebte Lara. Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Anna, du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Aber ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein!
Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein. Noch nicht. Jo. Jetzt ist aber wirklich Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Gebt mir ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, sehen wir uns in einem anderen Let's Play von mir wieder. Bis dann!